mehr. Und wir jetzt rüberschalten auf das nette Video hier. So, ich habe den GBA-Ding einfach geschlossen, einfach weil ich so voller Frust bin. Und ich werde mich, glaube ich, gleich einfach ständig schlafen und in Embryonalstellung mich in den Schlaf weinen. Guck mal, wie schön das passt. Wir haben jetzt 46 und der Test geht 12,34. Ist doch awesome. Ja, dann... Ja, dann was sagt ihr? Wollen wir uns jetzt zurücklehnen oder wollen wir noch kommentieren? Du kennst das Spiel jetzt am besten, du darfst kommentieren. Genau, du darfst kommentieren, wir nee, ihr müsst, dann ihr einfach müsst ja, nur ein, wie scheiße du bist. Ich will zumindest eure Wows hören, wenn es zu euren Stages kommt. Ja. Also, so am Anfang, ich in der Mitte. Also, okay Leute, jetzt seht ihr gleich mal kurz ein pre-recorded Gameplay von Subso. Nein. Achso, das ist von Subso. Ja, nee, jetzt ihr seht gleich einen wunderschönen Tast, das steht für Tool Assistant Speedrun. Da seht ihr mal, wie man das unmöglich gut spielen kann. Also nochmal zur Erklärung, Testvideos sind eben Tool-Assisted, das heißt, die sind Frame per Frame für Frame für Frame einzeln eingegeben, wie die sich bewegen sollen und steuern dann sozusagen das Game. Und das hier ist eine Aufnahme von einem solchen Tool-Assisted Speedrun, die wir jetzt von Kuru sehen, das Game, das wir gerade gespielt haben, und die spielen das Spiel durch in 12 Minuten 34. Lehnt euch zurück oder so und genießt, schätze ich mal. Ich würde dann einfach sagen, es geht. Los. Ja. Und hallo XTX, was geht? Please, es hallo, geht nicht XTX. Los. Ach, dann, Daisy, drück mal auf Play. Muss ich auf Play drücken? Anscheinend. Okay. Kuru. Übrigens, das war der Infostream, der ist schnell und... So, das war. Das ist der erste Level. So macht mal die Grasslands, wenn man es eilig hat. Ihr seht ja auch, dass er sich absichtlich die ganze Zeit treffen lässt, einfach weil es schneller ist. Auch wenn dann die Ingame-Zeit hochgeht, aber es geht um die Realtime, deswegen ist es egal, ob er getroffen wird oder nicht. Ja, das schaut so aus, als ob der gleich zur Bahn müsste und schnell noch einen Speedrun aufnehmen müsste. Ich möchte an der Stelle nur mal sagen, du sahst wegen Grasslands bei mir auch noch aus. Das stimmt. Ich bin Zeuge. Ich war dabei. Ja, Grasslands ging relativ schnell durch, aber danach hier. Jetzt kommt hier Ocean. Ocean 3 bin ich gespannt. Ocean 3 will ich sehen. Ja. Was war das denn? Ocean einfach 2 einfach war Damage boosted. Komplett mit Damage durch. Damage boosted. Oh, er hat sogar Skin aufgehoben. Also Leute, so macht man es richtig. Also, macht's nicht wie wir, sondern macht's wie wir es euch sagen. Genau. Das ist 3. Okay, den nimmt er gar nicht mit. Okay. Ja, dachte ich mir auch gerade. Okay. Ja. Ich war da wesentlich vorsichtiger. Ja, das krieg ich auch so hin. Vielleicht. Was? Ja, warum nicht, ne? Ich bin da 30 Mal gestorben oder so. Jungle 1. Ah, hier ist auch so, das ist dein Level. Also ich bin... Wow! Warum stirbt der nicht? Was war das denn? Der ist Pixel für Pixel hat er sich bewegt, als er da langkommt. Alter, was? Was war das denn? Ja, komm, das ist... Ja! Also jetzt weißt du, wie es geht, Sapso. Oh, ja, Arschleck, ey. Das ist auch irgendwie das Level. Oder ein Gorilla. Ja, da hat gleich ein Keklem, das ist ein Wackelpudding. Ah, okay. Ja, okay. Nice. Das ist ja... Ui, okay. Ja, ist klar, ich verstehe. Ist ihm vollkommen egal, er will einfach nur durch. Ja, will ich ja auch, aber es hat nicht geklappt. Okay. Guck mal, wie da war wieder der Moondance. An der Wand. Oh, mein Gott. Es ist halt einfach. Da habe ich so lange gehangen an dem blöden Level. Ja, ich fand die Cake Stages gingen gerade noch so. Ja, aber später, als die Presse dazu kam, war eklig. Ja, Cake 3 war assi. Aber ich fand das schon. Boah, er hat sich da jetzt gerade scheiße mit Absicht umgedreht durch den Damage, den er sich im Spawn gemacht hat. Er hat sich. Ist klar. Klar, der stößt sich auch noch an und nichts passiert.
Das ist toll, wenn man das mal sieht, nachdem man es gespielt hat, ne? Ja, das ist schon cool. Ja, es ist ein Bot. Also, ja, es ist ein Bot. Es ist ein programmierter Computer, der darauf programmiert ist, Eingaben zu machen in Gamepad für das Spiel. Dadurch und der spielt halt das dann. Dabei kann man halt Frame für Frame genau den Input machen, den man will. Und der hat den Vogel halt mit drin. Der Vogel hat gar keine Zeit, sich drauf. What the fuck? Der hat die halbe Map abgekürzt. Ja. Ah, der hat Probleme. Ja, das ist diese Stage, wo du dann später auch mit den Bumpern durch gerade gegen Pässe musst und so. Das war richtig, richtig eklig. Die danach habe ich noch geschafft. Die habe ich noch geschafft. Aber gerade so, das fand ich auch assi. Was? Ist kein Easy. Pff, was? Easy. Und der mit boostet sich da in das Ziel hinein, schön. Und das ist einfach das, nur ich Open Mouth. Ja. Okay, ich bin bis genau. Kann ich sagen. Bis genau. Dahin gekommen. Da bin ich. Es wissen eh alle, wo ich war, weil ich da die letzten 30, 40 Minuten war. Also. Stimmt. Aber Respekt, dass du so eine Ausdauer hast. Was ist das? Cloudland fand ich echt interessant. The fuck? Es war eigentlich nur so durchwursteln die ganze Zeit. Es war nichts irgendwie groß im Weg, du hattest genau gesehen, wo was ist und konntest dich immer irgendwie durchbewegen. Auch dadurch? Das macht nur der Test, das mach nicht ich. Ich bin durch die großen Gänge gefahren. Ich wollte gerade sagen, weil wie hast du das geschafft? Oh Gott, das sieht so... Wieso stirbt er nicht? Wie gesagt, er hat eine Invincible Time direkt nachdem er getroffen wurde und die nutzt er voll aus. Um so lange wie möglich an der Wand entlang zu fahren. Starland. Das ist ja dasselbe nochmal. Jetzt kommt, glaube ich, dass ich das mit den Bumpern. Wo Matze mich schon gefragt hat, ob ich Bumper mag. Und zwar jetzt. 3 meinst du? Yep, Starland 3. Was? Bumper! Überhaupt kein Problem. Der hat sich dadurch... What the fuck? Ich weiß nicht, was der normale Weg ist, aber was? Der normale Weg ist weiter rechts lang und sich mit den Bumpern boosten lassen. Um eine Ecke rum. Und dann kommst du eigentlich erst da oben hin. Und der ist halt irgendwie was? Quer durch. Oh, Sterne! Moment, warte. Was? Ja, der Level Hölle. Also ein Eis 3 habe ich lange gehangen. Ja, es gibt auch ein paar Level, wo ich lange dran gehangen habe. Und wie hat er das denn jetzt gemacht? Eis 4? Movement. Genau die hier. Die war fies. Er nimmt sogar denselben Weg, den ich nehmen musste. Aber was? Ja, das ist genau derselbe Weg, den ich gegangen bin. Alter. Was? Yep. Da habe ich auch noch 2 von geschafft, die dritte nicht mehr. Gut. Hier kommen jetzt die lustigen Kanonenkugeln. Überall. Boah. Ich meine, nach 10 Versuchen oder so war ich da schon ziemlich schnell durch, aber so? Der drückt ja einfach nur noch. Hier an diesen letzten Spikeboards, direkt vorm Ziel, bin ich glaube ich noch 5-mal gestorben oder so. Alter, das ist frustrierend. Ach ja, Kanonen ist ja kein Ding. So, wo bin ich hier hängen geblieben? So weit war ich noch. Da bin ich auch noch lang.
Da bin ich noch lang. Er holt es einfach. Ja, das habe ich auch bekommen. Blöden Vogel. So, da bis dahin kam ich noch. Hier runter. Da bin ich gestorben. Puh. Nein, da war das Ziel. Jetzt bin ich frustriert. Jetzt mag ich es noch machen. Alter, nein. Hört mir weg von dem Spiel. Und das ist die Stage, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, ich auch nicht. Also noch mehr Kugeln, noch mehr Pressen, noch längerer Weg, noch mehr Kanonen. Ziel. Und kein Herz, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Erst Stage. Das Level sah gerade beim Level sehr groß aus. Ein bisschen, ja. Was? Wie der einfach so instant umgedreht ist. Ich sitze hier mit offenem Mund und teilt mir die Stirn fest, weil ich einfach was. Ich fühle mich erstaunlicherweise extrem müde nach diesem Spiel. Ich glaube, das Spiel hat mir alle meine Kräfte geraubt für heute. Ja, ja. Was tut er da? Ach, er wartet. Ich wollte gerade auch fragen, hä? Oh, er hat sogar noch im Ziel die Wand berührt, so als Troll. Hast du gesehen? Ja, ja. Oh. Kein Ding, mach ich so. Ja, ja, klar. Ja, das, ja. Das machst du doch auch so. Genau so. Ja, 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 ja. Da holt er sich den Vogel noch. Boah, please. Das ist jetzt das letzte Level. Ja. Hey. Das war's. Das war der Test zu Kokorin. Ich verteufel dieses Spiel jetzt und ich brauche was zu essen. Und jetzt hier sehen wir das war, Menschen, die noch sterben werden. Das war das lustige genau. Techtelmechtel von Subso, Dizzy und Ryutech mit Kokorin im Blind Race Format. Genau, mit dem Test im Abschluss. Hiroko Nui Fumita. Wer kommt denn jetzt als nächstes? Vier Leute, die Kacke. Kursdesign! Die müssten wir eigentlich machen. Kursdesign? Vier Leute haben die ja. Kurse designt hier. Ja, ja, ich tu mir das gleich nochmal anschauen und dann kriegen die schöne Facebook-Nachrichten. So, laut dem Plan würde jetzt Kobral an die Reihe kommen. Ist denn Kobral zugegen? Ja, ich sehe ihn schon da unten mit dem lieben New. New wird heute im Nebencommentary auch dabei sein. Und es wird gezeigt, Kirby's Nightmare in Dreamland für den GBA vom, ich glaube sogar Weltrekordhalter. Oder täusche ich mich gerade? Kobral ist, glaube ich, Weltrekordhalter. Also auf jeden Fall ein sehr awesome Run. Und dann wünsche ich euch damit viel Spaß. Ich gehe jetzt über in die Pause, hab nochmal 3 Minuten zum Ausspannen. Möchtet ihr noch was loswerden, ihr zwei? Einen ganz kurzen Moment. Yep. Ja, ich wünsche euch allen einen nice. Wunderschönen guten Abend noch und viel Spaß beim weiteren GBA. Ich bedanke mich, dass ihr uns dazu gesehen habt und mit uns gelitten habt. Und Rio, ich hasse dich. Ciao. Ciao.